Episode der Bastelzeit und heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich was gebaut, ein Produkt nennen wir es mal, ist kein wirkliches Produkt, aber man könnte es auch durchaus als solches ansehen. Und ich würde euch mal gerne jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie es von der Idee oder wie die Idee zustande kommt, wie man das Ganze umsetzen kann und wie es dann fertig ist und im nächsten Schritt, was man verbessern könnte, denn kein Produkt ist fehlerfrei. Das heißt, es gibt immer irgendetwas, was man noch besser machen kann. Und ich würde sagen, wir fangen ganz unten an. Wie kam es überhaupt zu der Idee, sowas zu bauen und was habe ich genau gemacht? So, das Ganze ist quasi aus zwei Ideen entstanden. Das erste war, na, wir haben hier einen halbwegs neuen Hackerspace. Das ist der HaxCo, der Hackerspace Koblenz. Und zumindest bei Veranstaltungen gibt es bei vielen Hackerspaces oder so auch sogenannte Badges. Das sind kleine Platinen, die dann irgendeine Funktion haben und meistens den Besuchern dazugegeben werden oder dass man sie kaufen kann. Und ja, die haben meistens irgendwie einen Bezug zum Hackerspace der Veranstaltung oder irgendeinem Projekt. Und ja, sowas wollte ich halt gerne machen. Das war Idee Nummer 1. Nummer 2, na, wenn ihr das hier guckt, dann war gerade gestern die sogenannte Nacht der Technik in Koblenz. Das ist eigentlich mehr so eine Handwerksmesse. Das heißt, da kann man sich ja angucken, wie arbeiten Heizungsbauer, wie arbeiten Solarinstallateure. Ist so eine Mischung aus Produkte zeigen und möglichst Leute anwerben, die eine Ausbildung im Handwerk machen, weil da gibt's halt nicht mehr ganz so viele. Aber bei dieser Messe, sage ich mal, da sind auch immer Vereine ganz gut vertreten. Zum Beispiel die Amateurfunker, die sind schon seit Jahren mit dabei. Und seit letztem Jahr gibt's da auch so eine kleine Maker-Messe in dem Bereich. Und wir waren letztes Jahr schon da und dieses Jahr haben wir ein bisschen ausgebaut. Und zwar haben wir als HaxCo zusammen mit den Westwood Labs, das ist ein anderer Hackerspace, der kommt aus dem Westerwald, und mit dem Colab, ein kleiner Maker-Gruppe, die an der Uni Koblenz aktiv ist. Wir haben uns da zusammengetan, haben da einen Raum bespielt. Und ja, dafür war halt die Idee, komm, bieten wir doch irgendetwas an, wo Leute Löten üben können. Gibt's zwar schon auch in anderen Ausführungen, die Amateurfunker machen sowas zum Beispiel, aber die sind eher so auf dem, ja, sagen wir mal, kleinere Kinder, kleinere Jugendliche und wir würden dann eher auf ja, ältere Leute gehen, die ein bisschen was Komplexeres löten wollen. Die zwei Ideen habe ich also zusammengefasst. Komm, machen wir ein Projekt raus, dann haben wir auch was Schönes, was wir wiederverwerten können. Nicht, dass wir da irgendwie was übrig haben, weil ist mein erstes Projekt in die Richtung und auch vom Hackerspace so quasi das erste, was in größerer Anzahl da produziert wird, wo wir nicht wissen, ob wir es wegbekommen. Und ja, diese beiden Sachen haben dann natürlich schon mal so ein paar Grundsachen, Grundsätze, die eingehalten werden sollen, auf den Tisch gebracht. Gehen wir die doch mal durch. Nummer 1 ist, denke ich, relativ klar, soll eine Platine sein. Nummer 2, es soll was zum Löten drauf haben. Nummer 3, es sollte eine Funktion haben, denn wenn man irgendwie was zusammenlötet, so als Lötkit, möchte man danach auch sehen, dass es funktioniert. Das heißt also nicht einfach so ein Adapter oder sowas, was rein passiv arbeitet, sondern irgendwas, was was tut. Klassischerweise ein Display, was geblinke oder sonst was. Und, naja, wir geben es da halt quasi gratis raus. Es sollte nicht zu viel kosten. Es sollte also ein Preis sein, also wir haben keinen festgelegt, aber ich selbst habe so angepeilt, 1-2 Euro pro Platine, das wäre okay, gerne günstiger, aber so um den Dreh. Fangen wir mit der Platine an. Naja, ich habe selber schon ein bisschen mit sogenannter PCB-Art rumgespielt, das heißt also, ja, Designs als Platine darstellen. War nicht hier auf dem Kanal, werden eventuell die Patreon-Leute demnächst was sehen. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass ich jetzt bei meiner auch so ein bisschen die Fehler ausgemerzt bekomme. Aber PCB Art heißt, wir machen ein Design, was nach irgendwas aussieht. Und ich glaube, die eignet sich relativ gut. Unsere kleine Logo-Eule vom Hackerspace. Das ist perfekt natürlich, weil dann hat man einerseits die Verbindung zum Hackerspace. Andererseits sieht es auch jetzt ganz gut aus, würde ich jedenfalls behaupten. Und das sind relativ wenig Farben, relativ klare Kanten. Das sollte sich relativ einfach in eine Platine verwandeln lassen. Kommen wir zur Funktion. Ja, es sollte was sein, was gut für Einsteiger ist, was eventuell auch noch einen halbwegs sinnvollen Nutzen hat. Erste Idee von mir war da, komm, gehen wir in Richtung Arduino. Allerdings ist das dann wiederum nicht ganz so einfach. Zum einen, Arduino braucht man sehr viel GPIO, also viele Pins, die wir verteilen müssen. Außerdem haben wir den hier, ja, Prozessor brauchen wir auch noch, meistens der ATmega 323P. Den kennt man zum Beispiel vom Arduino Uno, Arduino Pro Mini und so weiter. Das heißt, da laufen alle Arduino-Sketche drauf. Aber der kostet ein paar Cent.
Und wenn wir rechnen, wir brauchen noch die ganzen Support-Komponenten, also alles, was außenrum gebaut werden muss. Wir brauchen noch Display oder LEDs, wir brauchen einen Programmieranschluss. Puh, und das Board natürlich, das kostet alles Geld und dürfte relativ teuer werden. Vielleicht nicht das Schönste. Außerdem hat es auch noch einen Nachteil, wenn man das zusammenlötet mit dem Prozessor und so, dann muss man dann nachher noch den Bootloader flashen, muss ein Programm draufschreiben und erst dann sieht man, dass es funktioniert. Ist auch ein relativ langer Prozess, relativ ermüdend würde ich sagen, bei einem Lötkurs dann noch mit Programmieren anzufangen. Das sprengt, denke ich, den Rahmen, also kein Arduino. Also gehen wir doch wieder zu den LEDs rüber. Was haben wir denn da? Naja, schön wäre natürlich NeoPixel, so kommen wir wechseln die Farbe, aber da brauchen wir wieder einen Prozessor, müssen wieder programmieren. Ich meine, klar, wir könnten es auch vom Hackerspace aus vorprogrammieren, aber ist mit Arbeit verbunden, muss nicht sein. Tja, brauchen wir also klassische LEDs und ja, wie wäre es mit blinkenden LEDs? So hin und her wechseln. Wechselblinker. Zwei LEDs, zwei Augen. Wir könnten die Augen von der Eule hin und her wechseln lassen. Mit Blinken. Das hat jetzt keinen allzu großen praktischen Nutzen, aber es ist, denke ich, etwas, was man schön anschauen kann, weil die Eule sieht, wie gesagt, nicht ganz so schlecht aus. Kann ich mir durchaus auch so als Deko einfach in der Ecke vorstellen, wenn es darum geht. So, womit lässt man LEDs blinken? Klassiker 555, aber es gibt so den Running Gag in der Community, die Badges macht. 555 wird nie verwendet und ja, auch ich habe auf den 555 verzichtet, weil IC kann man eventuell nicht so gut erklären. Benutzen wir doch stattdessen lieber das hier, die gute alte A-stabile Kippstufe. Das ist so eine ganz grundlegende Transistorschaltung. Ist nicht schön zu verstehen, aber so funktioniert. Unsere braucht nur sehr wenig Bauteile. Wenn wir mal gucken, wir haben halt zwei Transistoren, ein paar Widerstände, Kondensatoren und das war's. Wenig Bauteile, wenig zu löten, ist, denke ich, für Einsteiger ganz okay. Und prinzipiell ist so eine Transistorschaltung auch relativ genügsam, wenn da mal was schief geht. Ist nicht direkt irgendein Mikrocontroller kaputt oder ein 555 kaputt, der doch ein paar Cent kostet. Ja, wir haben eine Funktion, wir haben eine Platine. Ich denke, das reicht erstmal, um mal grob durchzugucken, wie können wir das umsetzen, was brauchen wir und im nächsten Schritt, wie können wir da draußen eine Platine und eine Schaltung machen? Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Wir gehen dann einmal rüber zum PC, rechnen das durch, gucken, was wir brauchen, gucken, ob es überhaupt möglich ist, ob das in unsere restlichen Anforderungen passt. Und dann, wenn wir das haben, dann gucken wir uns an, was wir mit der Schaltung dann fortführend machen. Und dann wird zunächst wahrscheinlich nächste Woche schon ein zweites Video geben, wo ich dann zeige, okay, wie ist denn jetzt aus dieser Idee und dieser Schaltung und den ganzen Sachen, die ich jetzt plane, eine fertige Platine geworden? Denn ja, es ist eine geworden. Ich habe sie hier schon in der Hand und wie gesagt, die sind gestern schon rausgegeben worden. Also es hat soweit funktioniert. Und natürlich können wir uns dann in diesem Video auch noch angucken, wie können wir die Eule noch verbessern? Was kann man da noch anders machen? Denn natürlich, kein Produkt ist perfekt. Auch hier gab es so ein paar Punkte, die hätten anders sein können, wo man noch Geld sparen könnte, wo man Komponenten sparen könnte, was man anders machen könnte. Und ja, gucken wir da uns das erstmal an. Aber wie gesagt, fangen wir erstmal an. Wir haben eine Idee. Wie habe ich denn nachgewiesen, dass das funktionieren kann und wie ich weiter fortfahren möchte? So, im ersten Schritt bin ich jetzt hingegangen und habe die ganze Schaltung hier mal in LTSpice in dem Fall nachgebaut. Das ist ein bisschen kompliziert, weil diese A-stabile Kippstufe, um anzulaufen, verlässt die sich so ein bisschen auf die Unperfektheiten und Herstelltoleranzen von den Bauteilen. Und naja, hier solche Simulationen, die benutzen halt alle dasselbe Modell und entsprechend gibt's da keine Herstelltoleranzen in dem Sinne. Daher ist das etwas schwer zu simulieren. Aber wie wir sehen, nach so 25 Sekunden ist er dann doch mal angelaufen und wir haben hier unsere Schwingung. Ich habe dann die Werte alle so ein bisschen angepasst, um einerseits auf eine gute Zeit zu kommen und andererseits aber den Kondensator eher klein zu halten, denn Kondensatoren sind meistens relativ schnell relativ teuer, wenn die Kapazität hochgeht. 10 Mikrofarad ist eigentlich schon ein bisschen höher, als ich das gerne hätte, aber kann man noch mit leben. Wenn ich weiter runtergehen würde, dann wäre das mit den Widerständen wiederum ein Problem. So sieht's aber eigentlich schon mal ganz gut aus, also würde ich sagen, prinzipiell sollte das so gehen.
So, nächster Schritt kommt dann immer darauf an, wie sich das Projekt entwickelt. Ich bin jetzt hier hingegangen und habe die Schaltung, die ich mir gerade so erstmal simuliert und zusammengeklickt habe, direkt auf einem Steckbrett aufgebaut. In dem Fall hier komplett ist ja nicht viel. Einfach um nochmal nachzugucken, ob wirklich die Sachen, die ich mir da ausgedacht habe, zumindest mal grob funktionieren. Da gibt es natürlich dann immer noch Unsicherheiten, weil das jetzt nicht dieselben Komponenten sind, die ich am Ende verwenden werde. Aber hey, wenn wir schon mal grobe Fehler ausschließen können, dann können wir das machen. Bei größeren Projekten ist es meistens so, dass ich dann immer nur Teile irgendwie so als kleinen Prototypen hier zusammenbastel. Das heißt, ich baue zum Beispiel nur die Stromversorgung mal zusammen, gucke, ob das funktioniert, baue nur irgendwie einen Programmieradapter zusammen, gucke, ob der funktioniert. Einfach um vorab schon mal zu gucken, ob die ganzen Teile zumindest grob funktionieren, bevor ich die Zeit reinstecke, da einen richtigen Prototyp mit der Platine zu machen, die dann alle Funktionen umfasst. In dem Fall hier sehen wir, ja, funktioniert offensichtlich, also geht's direkt weiter in Richtung Platine. Und der nächste Schritt wäre dann erstmal in die entsprechende Software die Schaltung einzupflegen. Ich benutze dafür wie immer KiCad. Das ist ein Programm, um entsprechend Schaltungen und Platinen da so zu machen. Ist freie Software, Open Source. Könnt ihr euch kostenlos runterladen für alle gängigen Betriebssysteme. Ich persönlich nutze KiCad hauptsächlich wegen der, ja, nennen wir es mal Sicherheit. Es ist, wie gesagt, Open Source. Das heißt, wenn ich irgendwie in 3, 4 Jahren dann nochmal an die Platine dran möchte, werde ich kein Problem damit haben, die Dateien nochmal zu öffnen. Es ist nicht so, dass irgendwie der Cloud-Dienst plötzlich verschwindet oder wie bei anderen Produkten urplötzlich die neue Version weniger Funktionen hat und ich die Daten nicht mehr aufbekomme. Es sei denn, ich kaufe erst ein Zusatzabo irgendwie und ja, das passiert hier halt nicht. Also bauen wir uns das Ganze mal auf. Einmal klicken, warten, bis er die Bibliotheken hat. Ich fange schon mal mit einem Ground an, was wir brauchen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen LEDs, Resistor brauchen wir und ein Capacitor C. So, machen wir noch was für die Strom? Ja, was machen wir für die Stromversorgung? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Machen wir erstmal einfach nur einen Verbinder hin. Können wir dann immer noch ändern. So, fangen wir mal mit dem Verbinder an, weil da kommt unser Strom her. Was brauchen wir da noch? Oh, die NPNs haben wir vergessen. Die haben wir noch nicht drin. Wir haben am Eingang viermal die. Wobei das nicht ganz stimmt. Ich möchte nämlich noch ein Poti dazu machen, mit dem man dann eventuell die Geschwindigkeit regeln kann. Die Plusseite geht an den und an den. Die Mitte verbinden wir mit dem und die verbinden wir mit dem und dem. Soweit, so gut. Dann brauchen wir den Cap. Ne, halt, Moment. Die LEDs sollen ja hier noch mit rein. Darunter kommen die Caps. Noch ein paar Drähtchen ziehen. Brauchen wir noch unsere Transistoren. Das kommt jetzt noch drauf an, welche wir am Schluss einsetzen. Ich hole jetzt einfach mal. Interessanter Grafikbug. Ich hole jetzt einfach mal BCE, den können wir im Notfall immer noch tauschen. Den mal hier hin und Copy. Konnten wir die flippen? Spiegeln X. Okay, die hier verbinden wir und das kommt alles an Ground. So, theoretisch alles fertig. Ein paar Werte sollten wir noch eintragen. Das geht im Übrigen dann mit drüber halten und V. Haben wir sonst noch was? Eigentlich nicht. Dann können wir jetzt die Annotation machen. Das hier automatisch. So, fertig. Jetzt heißen die nicht mehr R-Fragezeichen, sondern R1, R4 und so weiter. 1, 2, 3, 4. Okay, die Benennung ist auch wie hier. C1, C2. Achso, die haben noch keinen Wert. Nächster Punkt. Wir brauchen Footprint-Zuweisung. Also wie die Geräte dann vom echten Gehäuse aussehen. Und da holen wir erstmal die ganzen Caps und Dioden und Resistor. Und das ist alles 1206, möchte ich da gerne haben. Achso, das geht nicht so einfach, weil der hier unterschiedliche hat. Resistor SMD, 1206. Machen wir ruhig Handsoldering, haben wir sogar noch mehr Platz. Caps ebenfalls. Capacitors SMD, 1206 Handsoldering. LEDs, als Diode, 1206. Da gibt es kein Handsoldering. Na gut. Und die hier, da muss ich dann gucken, was es am Ende gibt. Oh, hier haben wir einen Ver. Achso, nee, das ist der Variable. Müssen wir auch erstmal dann schauen. Wenn wir das getan haben, können wir im Prinzip schon mal aufs Board, dann müssten wir zumindest irgendwas sehen. Wenn wir jetzt hier sagen, okay,
Bitte einmal aktualisieren. Dann haben wir hier schon mal einen Haufen von Bauteilen. Das ist schon mal so das Wichtigste, was wir haben. Jetzt geht es dann darum, mal zu gucken, was wir denn haben, brauchen können. LCSC ist, denke ich, da ein halbwegs brauchbarer Mittelweg. Einerseits könnte man natürlich auch bei AliExpress und Co. bestellen. Das wäre mit Sicherheit günstiger. Allerdings ist man da nie so 100% sicher, ob man auch das Richtige bekommt, ob man es pünktlich bekommt, ob die ganzen Zertifizierungen richtig sind oder ob man gefälschte Bauteile bekommt. Deswegen möchte man eigentlich zu irgendeinem Distributor gehen, der einen halbwegs guten Ruf hat. Da gibt's dann so eine Handvoll, die eigentlich bei den meisten Großprojekten zum Einsatz kommen. Also sowas wie DigiKey, Farnell, Mouser oder RS Components. Das sind allerdings alles relativ teure Sachen. Und in den letzten Jahren hat sich LCSC so quasi als die chinesische günstige Konkurrenz durchgesetzt. Sind nicht immer die günstigsten, aber die Preise sind meistens ganz okay. Vorteil für mich ist halt, dass sie neben den großen Herstellern von Bauteilen auch viele kleinere führen, die jetzt hier auf dem westlichen Raum nicht so vertreten sind. Da kann man durchaus dann schon mal günstigere Preise haben und trotzdem hatte ich bisher da mit denen noch keine Probleme, dass irgendwie Dinge gefälscht waren oder die Angaben wie zum Beispiel Roos oder sowas nicht gestimmt haben. Außerdem bestelle ich bei einer anderen Firma aus dieser Firmengruppe am Ende die Platinen und ja, da geht das dann halt in einem. Am Ende sind das meiste, was ich da nehme, ohnehin Standardkomponenten, das heißt, die kann man im Prinzip kaufen, wo man möchte. Dann schauen wir mal, wir wollen 1206, 820 Ohm. Apply Filters, da haben wir doch schon welche, die kosten 1,8 Cent das Stück. Ich glaube, das können wir überleben. Mal 100 Stück. Die genauen Anzahlen gucke ich mir dann nachher an. 82 Kilo Ohm brauchen wir noch. Einmal um. Sortieren nach Preis ist noch an, ebenfalls 1,8 Cent. Das wären die schon mal. Weiter geht's. MLCCs. Da wird's jetzt spaßiger. Dann gucken wir mal, ob wir ein 10 Mikrofarad finden. Oh ja, oh ja. 10 UF. 109 verschiedene gefunden in 1206. Sehr schön. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Die sind ja richtig teuer. Out of stock, was? Muss ich ja wirklich 2,87 Cent zahlen. Bei 10. Bei 100 sind es nur noch 2,08 Cent. Ja, machen wir erstmal nur 10 rein, wie gesagt. Geht mir nur darum, dass ich sie schon mal habe. So, Transistoren überspringen wir mal kurz. Light Emitting Diodes. Die brauchen wir noch. Die wollte ich auch in 1206, wenn es geht. Scheint es zu geben. Farbe ist mir jetzt erstmal ehrlich gesagt egal. Interessant wäre ein Orange oder sowas natürlich. Aber gucken wir erstmal nach Preis. Blau, Rot, ja, Gelb, wäre schöner. Ist aber auch teurer. Orange wäre hier die nächste. Das geht auch noch. Ja, das geht auch noch. 3 Cent das Stück, das sind 6 Cent pro Board. Holen wir eine Orange. Ja, die hat zwar jetzt keine Angabe, wie hell sie ist, aber ganz ehrlich, es ist ein Spielzeug, das soll uns mal nicht stören. Gut. Jetzt ist natürlich noch die Frage, kann die bei 2 mA überhaupt sinnvoll leuchten, aber ich gehe von ja aus. Ja. Da ist aber immerhin schon mal da, wenn ich das richtig sehe. Also, das sollte passen. So, jetzt wollen wir noch einen variablen Widerstand. Den hätte ich gerne als SMD. Das kann ich aber nicht sinnvoll auswählen, weil ich die ganzen anderen Pakete nicht kenne. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hin und sage, ich hätte gerne, ja, 82K gibt es nicht. Dann holen wir 100K. Dann haben wir nämlich eh nur noch 5 Teile. Und dann gucken wir uns die einfach mal schön an. Nachdem wir nach Preis sortiert haben. Ihr wisst ja, ich spare an jedem Ende. So, wir haben einmal das hier. Das ginge, das ist SMD. Die sind zwar nicht schön einzustellen, aber meh.
Das hier ist kein SMD, wenn ich das richtig sehe. Nein, was ist mit dem? Der ist SMD. Der ist SMD und wäre schöner. Das sieht verdammt teuer aus und ist definitiv kein SMD und das da ist out of stock oder discontinued von daher. So, der hier kostet mich 42 Cent, der hier kostet mich 36. Never mind. Der kostet mich 42 Cent, der kostet mich 3 Cent oder 4 Cent. Gut, dann sind es halt hier oben die 100 Kiloohm Dinger. Und last but not least brauchen wir noch einen Transistor oder zwei Transistoren. Da gibt es verschiedene Dinge, die wir nutzen können. Wir wollen auf jeden Fall ein NPN. Ich nehme aber auch zwei NPNs. So, jetzt haben wir noch 1000 Stück übrig. Und dann holen wir den günstigsten, wo geht. Oh ja, ein halber Cent. Wow. S9014, das ist sogar einer, der mir was sagt. Bin ich dabei. S9014 ist ein Standardtyp, den kann man ohne Bedenken, denke ich, verbauen. So. Gucken wir mal gerade. 9014 gibt es denn eventuell hier sogar? Ne, den gibt es nicht. Da müssen wir gucken. Wir haben Base Emitter Collector. Da müssen wir hier ändern, weil das hier ist Base Collector Emitter. Wir brauchen Base Emitter Collector. So, ich glaube, das kann man sogar hier ändern. NPN. Base Emitter Collector. Das passt. Dann machen wir den Wert auf 9014. Dann gehen wir nochmal in die Zuweisung von den Größen hier, von den Bauteilen. Dann können wir uns die beiden mal holen. Und das sind Transistor, SMD. Und zwar, das war ein SOT 23. Ist nicht zur Auswahl. Oh, Moment, nicht Transformer. SOT 23 klingt doch gut, oder? Und der RV1, das ist noch einer, den sollten wir uns dann eventuell noch anschauen. Gibt es hier eine Bauteilbeschreibung? Nein. Wo haben wir denn die Größe? Da haben wir die Größe. Das sieht schön aus. Nope, das sieht nicht so aus, als ob er das drin hat. Ich kann jetzt so auf die Schnelle zumindest keinen sehen, der genauso aussieht wie das, was ich haben möchte. Na gut, dann bauen wir uns dafür halt ein neues. Also schauen wir mal, ob ich das hinbekomme noch. Footprint Editor brauchen wir dafür. Und jetzt muss man das Ding irgendwie erstmal zeichnen. Das heißt, wir sollten einen Kreis haben mit 3,6 mm Durchmesser. Machen wir das hier mal auf Millimeter. Kreis. Nicht auf Silkscreen. Auf. Machen wir den mal auf Courtyard. Das ist quasi die Zeichnung. Wieso kann ich jetzt hier nichts zeichnen? Weil wir einen neuen Footprint erstmal machen müssen. Wie nennen wir das? Wie war denn hier der Name von dem Ding? Ja, gut, passt schon. So, nun können wir aber zeichnen. Und den hier erstmal auf Seite. Dann versuchen wir das nochmal zu zeichnen. So. Okay, jetzt haben wir aber 1 mm Schritte. Wir brauchen 3,6. Gibt es 0,2? Ja. So, Distance 3,6. Das wäre der schon mal. Dann brauchen wir nach unten aber, das sind 3,8. Das sind 3,6, 3,8. So, dann machen wir den hier einfach so. Unten sieht man immer der Leiste die Distance. Und dann kann ich mir das hier nämlich schön angucken. Das sieht gut aus. So, dann haben wir das schon mal, wie das hier aufgebaut ist. Ist dummerweise nicht wirklich aufgezeichnet, wo die Pads sind. 0,8 mm auseinander. Wobei das hier ist ja die Mitte, das hier ist die Mitte, also das sollte alles passen. Dann brauchen wir von der Mitte 0,7 nach oben. Da brauchen wir ein Pad 1,6 mal 1,5. Also wir müssen jetzt ein Pad machen. Lass mal schauen, wie ging das noch? Pad, neues Pad. Und zwar mit einem Abstand von 0,7. Dann müssen wir aber noch die Hälfte hiervon da drauf rechnen. 1,5. Also 0,75, 1,45, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Gucken wir das mal.
drauf gehen. E, dann können wir Edit machen. Pad Nummer. Gibt es ein Pad Numbering Scheme? Das dürfte ein Pad 2 sein. Würde ich mal von ausgehen. Term 1, Term 2, ja, das ist Nummer 2. Das wollen wir nicht als Kreis, sondern wir wollen es als Rechteck. Wir wollen es als SMD. Minus 1,45 haben wir gesagt. Größe X sind 1,6. Größe Y 1,5. Das hieße dann so. Das kommt mir sehr, sehr seltsam vor. Aber gut, versuchen wir das mal. Nochmal das nächste Pad. So, ich habe es jetzt extra nicht an der richtigen Stelle. Position X sind 0,4. 0,8 hier. Abstand dazwischen. Größe X 1,2. Größe Y 1,2. SMD, Rechteck sollte passen. Die Position Y müssen wir noch gucken. Die ist 1,2 plus 0,6, also 1,8. Das wäre hier. Quark, Moment mal. Nicht 0,4, sondern 0,4 plus 0,6, also 1,0. Da muss es hin. Das brauchen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Pad Nummer 1. Position X minus 1. Ja, das käme sogar hin. Was heißt, das sieht so aus. Das kommt doch nicht hin. Das ist doch viel zu eng, oder bin ich jetzt? Hier steht definitiv Durchmesser 3,6. Moment mal. Halt, stopp. Wir haben nicht Durchmesser 3,6 gemacht. Wir haben... Ja, Moment. Das ist nicht Durchmesser, das ist ja die Hälfte, das ist ja Radius. Machen wir das mal weg hier. Das sollten wir eventuell dann auch auf den Silkscreen legen, ne? So, also nochmal. Wir wollen nicht 3,6, sondern die Hälfte, also 1,5, 1,8. 1,8 wäre hier. Das ist aber jetzt doof, weil wir jetzt in den Bereich reinmalen. Machen wir das hier nochmal auf den Courtyard. Malen uns das nochmal. Die 1,8. Und dann, was haben wir gesagt, 0,2 nochmal nach unten. Ne? Das ist das, was wir haben. Okay, sieht alles okay aus. Nur noch die hier ein bisschen an die richtige Stelle schieben. Eventuell noch was auf den Silkscreen malen. Und ein kleines Strichchen hier in der Mitte. Und perfekt. Das ist doch ein schönes Ding. Dann speichern wir das in einer neuen Bibliothek. Gibt's das? Neue Bibliothek. Hexcore Batch. Jo, passt. So, jetzt müssen wir die noch irgendwie gespeichert bekommen. Das ist jetzt seltsam. Speichern unter. Speichern in Bibliothek. Wir wollen die Bibliothek Hexcore Blub. Hexcore Batch, genau. Mit dem Namen, das passt schon. Speichern. Jetzt sollte alles drin sein. Zurück zur Schematic. Wieder in dieses Zuordnenprogramm. Und was hat uns gefehlt? Der RV. Da müssten wir jetzt hier, da ganz unten, Hexcore Batch. Jetzt können wir das hier hinzufügen. Sehr schön. Dann einmal wieder rüber zum Board. Machen nochmal aktualisieren. Jetzt müsste er bis auf den Power Connector alles mitholen. Da kommen die letzten Bauteile. Jetzt wissen wir schon mal, wie das Ganze aussieht. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre wahrscheinlich noch eine Outline, wie das Ganze aussehen soll. Das ist dann natürlich auch noch eine Frage der Größe. Ich würde sagen, ungefähr von hier bis hier. Was sind das? Das sind Millimeter, oder? Machen wir mal 1 Millimeter. Das ist ein 1 mm Raster. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5 mm Höhe. Das kriegen wir, denke ich, hin. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir das hier designen. Wie groß ist der? 4,8 cm, 5 cm. Ich denke, das ist eine schöne Batch, ganz okay. Das können wir so lassen.
So, was wir dann jetzt noch gucken müssen, ist natürlich, wie wir hier unser Design hinkriegen. Und PCB hat halt keine Farben. Das heißt, wir müssen was tricksen. Wir können aber tricksen. Zum einen, wir haben weiße Farbe. Das ist dieser Bestückungsdruck, der ist weiß. Den können wir jederzeit draufdrucken. Jedenfalls, ich glaube nur da, wo auch Solder Mask drunter ist. Solder Mask ist das nächste, was wir haben können oder nicht haben können. Und last but not least, wir können Kupfer haben oder nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip 5 bis 6 unterschiedliche Töne, die wir auf dem Board darstellen können. Ist ein bisschen komplizierter hier, weil das alles nicht so schön passt, wie ich das gerne hätte, aber das kriegen wir schon hin. Das erste, was wir machen sollten, ist mal hier ein Rechteck noch ziehen in der Größe vom Bild. Jetzt müssten wir mal wissen, wie groß ist denn das Dokument. Pixel, meh, Millimeter, meh, das sieht ja alles doof aus. Machen wir das mal auf 41 mal 49. Damit können wir, denke ich, leben. Machen hier den ganzen Kram mit dem Logo einmal mittig zur Seite. Zack, zack. Den hier auf 0, 0. 41 mal 48 mm. Das füllen wir in weiß und setzen das mit der Endetaste ganz in den Hintergrund. Dann haben wir einen weißen Hintergrund und damit kann KiCad nachher besser umgehen. So, jetzt müssen wir die einzelnen Lagen machen. Was brauchen wir denn als erstes? Machen wir mal da, wo Kupfer hin soll. Das wäre da, da, da und die beiden äußeren Flügel. Das soll alles Kupfer werden. Machen wir das mal komplett schwarz. Den Rest lösche ich jetzt hier einfach raus. Dass das weiß ist, das ist, was Kupfer werden soll. Die weiße Linie ist zwar jetzt ein bisschen doof, aber ich hoffe mal, das kommt am Ende nicht raus. Das ist Huxco Copper. So, jetzt wieder alles rückgängig. Next up, wir müssen wissen, wo wir die Solder Mask weghaben wollen und wo nicht. Das wäre da, da und da. Da soll die am Schluss weg sein. Das machen wir wieder schwarz, wie vorher auch. Und den Rest löschen wir raus. Sollte so passen. Wieder exportieren. Das ist jetzt die Mask. Und dann haben wir noch den Silkscreen. Da haben wir gesagt, das machen wir nur hier. Da müsste ich aber mal gucken. Das Problem ist, das sind, glaube ich, Pfade. Kann das sein? Ja, das sind Pfade. Schade. Da hätte ich nämlich gerne nur so einen Ring. Bauen wir uns mal etwas, was halbwegs nach Auge aussieht. Nein, ich möchte nicht an den Anfasser. Füllung weg. Kontur hin. Kontur definitiv zu breit. Das sieht gut aus. So, das füllen wir jetzt. Schwarz ist, denke ich, schon okay. 3,5. Ein bisschen kleiner vielleicht noch. Das zentrieren wir jetzt auf das Originalauge. Dann sollte das auch passen. Den nochmal darüber, zentrieren auf dieses Auge und jetzt können wir im Prinzip alles außer diese zwei Ringe löschen, weil sonst wollen wir nichts mit Silkscreen. Den Hintergrund lassen wir natürlich auch da. Ich hoffe, wir hatten jetzt. Und das sind unsere Silkscreen-Augen. Fehlt noch eins, nämlich die ganze Outline vom Board. Alles außer den Hintergrund. Füllung schwarz. Das sollte funktionieren. Die weißen Linien gehen hoffentlich gleich verloren. Und das speichern wir dann als Outline. Das Ganze müssen wir dann jetzt übertragen in KiCad. Das ist leider ein bisschen nervig. Das ist das Symbol hier. Bitmap zum Bauteilkonverter. Fangen wir mit dem Silkscreen an. Das laden wir rein, gucken hier. Hier müsste jetzt die richtige DPI schon drin stehen und auch die richtige Größe. Sieht gut aus. Der macht da draußen ein Schwarz-Weiß-Bild automatisch. Ist das? Ja, doch, es ist von der Größe auch richtig. Und wir wollen eine PCB-New-Datei, Oberseite Bestückungsdruck. Klingt gut. Exportieren. Dann gucken wir mal in unseren Ordner. Da haben wir schon eine Hexcobatch.pretty. Da ist hier das Ding drin, was ich eben schon erstellt habe. Hier können wir die jetzt dazu machen. Silk, KiCad K-Mod, macht automatisch. Einmal speichern. Nächstes Bitmap, die Mask. Ja, auch das sieht gut aus. Die machen wir jetzt hier Oberseite Lötstoffmaske.
Mask. Die anderen beiden geht leider nicht so einfach. Das wäre einmal Copper und einmal Silkscreen. So, den Copper machen wir einfach mal auch Lötstoffmaske. Das können wir dann gleich ändern. Copper. Und last but not least müssen wir noch die Outline. Das wird der, der mich wahrscheinlich am meisten stören wird, weil ich habe die Befürchtung, da komme ich nicht dran vorbei, den neu zu zeichnen. Aber wird schon passen. So. Alles drin. Dann können wir jetzt wieder aufs Board. Jetzt machen wir hier Bauteile hinzufügen. Klicken einmal rein. Wenn wir jetzt hier suchen, dann haben wir eine Gruppe Haxco Blafu. Genau da, Haxco Badge. Dann holen wir mal die Outline. So, das hier gibt unsere Outline. Die müssen wir jetzt gucken, ob wir die irgendwie dem beigebracht bekommen. So, das ist jetzt noch auf der, was ist denn das eigentlich für eine Lage, auf der Echo User 1. Die wollen wir woanders. Dafür gehen wir auf Footprint Editor öffnen. Jetzt können wir das hier. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Punkte. Und das möchte ich aber woanders. Also drauf E. Das machen wir mal auf die... dang it. Wir können es gar nicht auf die Outside-Lage schieben. So viel zu dem Thema. Gut, dann müssen wir das so lassen. Dann müssen wir das tatsächlich hier einmal auf der... wie heißt die überhaupt? Wo ist meine Außenlage? Da, Edge Cuts, da ist er doch. Da zeichnen wir das einmal nach. Ist ja zum Glück nicht ganz so tragisch, weil alles hier relativ eckig ist. Ist dann nicht ganz so ein Problem. Das wird wahrscheinlich Stress geben mit dem PCB-Haus, weil hier so Ecken kann man halt nicht wirklich rausfräsen. Aber ich hoffe, die machen dann einfach irgendetwas, was halbwegs in die Richtung geht. So Innenecken sind immer das Problem. Hier die äußeren, das geht. Aber hier sowas, das wird dann eher rund am Ende. Aber ganz ehrlich, dann ist es halt ein bisschen rund. So, damit wären wir wieder am Ausgangspunkt. Beenden. Jetzt löschen wir das in der Mitte einfach raus. Und hier haben wir jetzt unseren tollen Ausgang. So. Nächstes Punkt, wir machen wieder was hinzu und zwar jetzt die ganzen anderen Sachen, die wir hier haben. Also Copper Mask Outline. Fangen wir mit Copper an, weil das am kompliziertesten ist. Den sollten wir jetzt hier irgendwie halbwegs da reinbuxieren, wo er hingehört. Ja, sollte passen. Den editieren wir jetzt. Ne, nicht so. Rechtsklick Bauteil Editor öffnen, Footprint Editor, genau. Wenn wir jetzt hier gucken, hier haben wir jetzt die einzelnen Formen und die sind momentan auf, wo sind sie, auf Adhesive? Nein, Front Mask, genau. Das wollen wir ja nicht, das soll ja Kupfer werden, also markieren, E, und jetzt können wir einfach sagen, das ist jetzt Front Copper, auch wenn wir es eben in dem Ding nicht auswählen konnten. Hier funktioniert es dann zum Glück. So, machen wir dann diese ganzen Formen, die wir haben, einmal rüber, speichern das Ganze. Und jetzt sehen wir schon, jetzt ist es auf Kupfer umgesprungen. Das sieht gut aus. Die anderen sollten jetzt einfacher gehen. Die waren ja schon auf der richtigen. Haxcore Mask haben wir noch. Und Silkscreen. Und erstmal die Mask. Ich merke gerade, die hat er gar nicht komplett. Aber ja. So sollte das passen. Und last but not least der Silkscreen. Halbwegs zielen. So. Das sieht doch schon mal fast richtig aus. Jetzt können wir mal mit Alt-3 ein 3D-Rendering uns anschauen. Und so sähe das bisher aus. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Und ich würde sagen, das reicht dann auch hier für das Video. Wir haben ja schon einiges geschafft. Wir haben erstmal geguckt, was für eine Schaltung wollen wir überhaupt. Haben nachgeguckt, dass die Schaltung funktioniert. In dem Fall hier sowohl mit einer Simulation als auch mit einem kleinen Testaufbau. Haben dann geguckt, was es so an Bauteilen gibt, die wir einsetzen können. Und last but not least das Ganze schon fertig als Schaltung gemacht und mit dem Platinendesign angefangen. Und da wir hier ja eine Batch machen, das heißt also, wir haben da ein gewisses Constraint, wir haben eine Vorgabe, wie das Ding aussehen muss, haben wir mit dem Aussehen der Platine angefangen, haben noch keine Komponenten gesetzt. Aber wie gesagt, Aussehen ist ja vorgegeben und die Bauteile müssen sich dann hier in dem Fall
daran anpassen. Außerdem war an der Stelle meine Aufnahme abgestürzt, von daher muss ich da jetzt einen neuen Absatz machen. Aber ich denke mal, unser Soll für dieses Mal ist erfüllt. Ich hoffe, ihr konntet bis hierhin zumindest schon mal nachvollziehen, was so meine Gedankengänge waren, warum ich so gemacht habe. Und im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie ich das Layout von der Platine gemacht habe, was mir mit den Prototypen da alles aufgefallen ist und ja, was man sonst noch so mit der Platine machen kann. Und am Ende hat man den ganzen Aufwand für zwei LEDs, die dann hoffentlich einfach nur das tun, was sie sollen.